hatte ich auch noch nie an. Ehrlich gesagt, habe ich auch noch nie gesehen. Irgendwie keine Ahnung, warum das in meinem Schrank ist. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin heute hier und nicht auf meinem Bett, weil ich heute meinen Kleiderschrank ausmessen werde. Da hinten steht es alles sehr unordentlich gerade. Aber dafür bin ich ja hier. Ich werde jetzt in nächster Zeit mein Zimmer erstmal komplett entrümpeln und aussortieren und ausmisten, weil ich gerade momentan mich sehr mit dem Thema Minimalismus beschäftigt habe und ich das Thema sehr cool finde. Ich glaube, das wird oft falsch verstanden, das Thema. Ich glaube, es wird oft so definiert als ein Lebensstil, wo man möglichst wenig besitzt und fast gar nichts besitzt. Aber das Eigentliche in dem Minimalismus ist, dass man nur das besitzt, was man wirklich braucht und was man liebt. Und ich finde es ganz cool, wenn man in seinen Kleiderschrank reinguckt und man greift, was man hat, sofort sein Lieblingsteil irgendwie. Ich werde dafür meine ganzen Sachen auf mein Bett machen und dann so drei Haufen machen mit behalte ich, kommt weg und eventuell. Und dann mal gucken, wie es am Ende alles aussieht. Ich weiß, es sieht gerade so ein bisschen fertig aus. Ich habe auch eine neue Podcast-Folge gedreht, die am Mittwoch online kommt, wo ich so eine Art Live-Update gemacht habe, weil momentan ist bei mir echt viel los. Hört euch am Mittwoch das an, dann werdet ihr vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum ich gerade so durch den Wind aussehe und ich bin auch gerade irgendwie komplett ungeschminkt und gerade aufgestanden, aber ja. Also das sind jetzt erst drei Schubladen. Ich habe insgesamt 13 Schubladen und dann noch so ein Hängeteil, also eine Hängestange. Deswegen, es wird sehr, sehr viel Arbeit. Also ich gucke mir jetzt jedes Teil einzeln an und werde entscheiden, ob ich das brauche, ob ich das anziehe und auch, ob es für mich einen emotionalen Wert hat. Und das hat dieses Video beispielsweise jetzt nicht. Und deswegen werde ich das in diese gelbe Tüte hier reinmachen. Das heißt nicht, dass ich das wegschmeißen werde, aber es ist einfach, dass ich das weggeben werde. Ich habe jetzt einfach hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blaue T-Shirts und ich werde die auf keinen Fall alle behalten, weil die sehr ähnlich sind und ich brauche keine 7 T-Shirts, die unterschiedliche Blautöne haben. Deswegen, ich werde davon wahrscheinlich maximal 2 behalten. Mal gucken. Ich habe zum Beispiel auch irgendwie 4 Nike-T-Shirts, aber ich brauche ja nicht 4 Sport-T-Shirts und ich habe sogar noch mehr. Deswegen kommen davon jetzt auch ein paar weg. Das sind jetzt alles ein paar Hosen von mir. Ja, ich sage mit Absicht ein paar Hosen, weil ich habe noch mehr. Und es ist so unglaublich und ich schäme mich, dass ich so viele Hosen habe. Ich habe auch noch voll viele Sachen, die irgendwie so richtig persönlich sind, die mir aber nicht so gefallen. Das heißt, irgendwelche Aufdrücke, die jetzt nicht irgendwie für andere Leute passen würden, da ich sie mir ja selbst designt, aber von Freunden geschenkt bekommen habe, aber die ich so nicht mehr anziehen möchte. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich die jetzt so als Schlaf-T-Shirt einfach benutze und dann einfach so als Pyjama. Ich habe bisher ungefähr eine ganze Tüte und dann noch so eine Vierteltüte. Und hier sind meine ganzen Sommersachen, also irgendwelche Tops. Ich habe dieses Top beispielsweise in 3 Farben, auch richtig unnötig. Eigentlich, ich habe Röcke, ich habe kurze Hosen und Leggings und Strumpfhosen und alles. Einfach so peinlich. Das sind alle Kleider und Jacken und was weiß ich. Es ist einfach peinlich, wie viel ich habe. Ja, noch nie getragen. Ich habe schon so ein ähnliches Kleid. Das ist auch so weiß, ist auch so luftig. Deswegen kommt das jetzt hier weg, weil ich das andere ein bisschen schöner finde und ich nicht 2 so weiße Kleider brauche. So, dieses Kleid hatte ich auch noch nie an. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, deswegen werde ich es wahrscheinlich behalten. Hatte ich auch noch nie an, ehrlich gesagt, habe ich auch noch nie gesehen. Irgendwie, keine Ahnung, warum das in meinem Schrank ist. Ladet mich bitte auf eine Gala ein oder so. Ich habe so viele irgendwie so Sachen, die man so bei schicken Events einziehen kann. Aber ich bin halt nie bei schicken Events, deswegen, ja, warum habe ich das? Das habe ich auch noch nie getragen. Keine Ahnung, wo ich das her habe. Das ist sogar von meiner Mutter, aber es ist in meinem Kleiderschrank. Ich habe es auch noch nie getragen, aber es ist eigentlich voll süß. Das sind einfach alles Sport-T-Shirts, Sport-Tops. Und nein, das brauche ich alles einfach nicht. Ich brauche vielleicht 2 Sport-T-Shirts oder so. Und ich habe hier noch einen Sport-BH, den habe ich noch nie angezogen. Keine Ahnung. Das sind die Sachen, die ich weggebe. Das sind die Sachen, die ich behalte. Und das auf dem Vielleicht-Stapel. Es hat so lange gedauert, deswegen werde ich jetzt mal ein Eis essen. Das ist so ein veganes Magnum-Eis. Und danach werde ich dann auch das hier durchgucken und das dann wieder einräumen. Ich habe gerade so meine ganze Unterwäsche noch sortiert und Leute, erschreckt euch nicht, das sind meine ganzen Socken. Ich habe einen ganzen Haufen voller Socken.
Es ist so peinlich. Ach, ich kann es gar nicht zeigen. So, ich habe mich jetzt entschieden, diese ganzen Socken, die ich nicht mehr brauche, in die Altkleidersammlung zu geben und sie quasi zu spenden. Und das hier sind jetzt die Socken, die ich noch habe. Also nur noch ein paar, aber es ist immer noch mega viel. Es ist einfach eine ganze Schublade, die davon gefüllt werden kann. Also das hier sind keine Pinsel, sondern das sind meine schwarzen Socken, die ich eigentlich jeden Tag anziehe. Und dann hier noch so extra Socken und da einfach auch noch ein paar Socken, die eigentlich noch richtig gut sind und so. Die behalte ich dann. So, ich bin jetzt fertig und ich zeige jetzt mal meinen fettigen Kleiderschrank. Hier rechts sieht es erstmal so aus. Hier habe ich die Schlaf-T-Shirts und auch noch meine ganzen so Bikinis und Badeanzüge, einfach so Schwimmsachen. Hier sind die ganzen einfarbigen Sachen. Hier etwas schickere Sachen. Dann habe ich hier noch jegliche andere T-Shirts. Und da oben ist einfach also nur ein Gürtel und hier sind noch zwei Ponchos drin. Hier habe ich leider immer noch total viele Sachen drin. Ich bin noch nicht zufrieden, aber ich kann mich von den Sachen einfach noch nicht trennen. Und zwar habe ich hier einfach Jacken. Also bis hier sind einfach alles Jacken. Dann habe ich ganz viele Kleider, wie gesagt, die ich noch nie gesehen habe, aber die ich unbedingt mal anziehen möchte. Deswegen konnte ich auch noch nicht wegtun, weil ich die noch nie getragen habe. Und dann habe ich halt hier noch etwas schickere Sachen. Und dann habe ich tatsächlich so eine Kategorie für etwas durchsichtige Sachen gemacht. Zum Beispiel wie dieses hier. Und die einfach alle Sachen, wo man so durchgucken kann, weil ich weiß nicht, wo ich die sonst einordnen soll. Genau. Und hier unten habe ich einfach meine ganzen Sport-T-Shirts drin. Wie ihr wisst, ich hatte irgendwie allein 4 Nike-T-Shirts. Ich habe das alles ein bisschen minimiert und habe hier meine ganzen Sportsachen drin. Und hier habe ich meine Unterwäsche. Zeige ich jetzt mal nicht. Dann habe ich hier meine ganzen Socken. Es ist viel weniger geworden als vorher. Und hier habe ich immer meine ganzen Pullis drin. Hier befinden sich einige Röcke und Hosen, vor allem so Leggings und Strumpfhosen. Die sind dann eher so lockere Hosen und auch die ganzen kurzen Hosen für den Sommer. Und hier oben dann einfach die Jeanshosen, die ich jetzt so im Daily Life, sag ich mal, anziehe. Ich finde es alles immer noch mega viel, aber es ist auf jeden Fall mein Anfang, weil ich davor wirklich auch extrem viel hatte und es jetzt schon etwas minimiert habe. Aber ich möchte auf jeden Fall noch viel mehr ausmisten, damit es dann auch wirklich meiner Art von Minimalismus entspricht und ich nur noch das habe, was ich wirklich brauche oder wirklich toll finde.